So, was braucht man noch für eine Lasagne? Natürlich die Bolognese-Soße. Während hier unsere Pfanne schon mal ein bisschen heiß wird, machen wir unser. Ja, wir nehmen hier. Oh, wie heißt das Zeug? Sojagranulat. Sojagranulat, so kann das natürlich nicht bleiben. Für den Geschmack kommt hier so ein bisschen klare Brühe zu. Gibt es auch vegan, muss man ein bisschen darauf achten, was da so drin ist. Manchmal machen die ja jede Menge Quatsch rein. Weiß nicht, ein, zwei Esslöffel. Das ist im Prinzip wie Salz, so ein bisschen würziger. Das Wasser hat gerade aufgekocht, habe ich abgewartet, damit ihr überhaupt was hört. Und dann packt man hier so ein bisschen Wasser rein, lässt das ein bisschen ziehen. Kann man auch nachher mal umrühren. Hier könnt ihr nochmal sehen, das ist die fertig pürierte Soße. Super lecker, wie ich probiert habe. Und als nächstes, wir haben noch 10 Sekunden, hier ist Knoblauch und Zwiebeln, die kommen jetzt schon mal in die Pfanne. So, die können wir anbraten.